Hallo zurück, heute beim nächsten Wettkampf. Es geht um das Thema Kraft, Griffkraft und Hangkraft. Wie ihr vielleicht in der Sendung gesehen habt, besteht die Kategorie Kraft auch aus so einer mental-psychischen Schikane. Unter dem Motto Spider-Man mussten unsere Kandidaten entlang einer Brücke klettern, hangeln, sich hochziehen, sich wieder hinunterbegeben. Und das Ganze ist natürlich schon ziemlich extrem, weil die Brücke 50 Meter über dem Boden hängt. Und für so etwas braucht man natürlich eine extreme Hang- oder Griffkraft. Und was ich euch heute zeigen möchte, sind einfach ein paar Basisübungen. Mit dabei ist da auch der Aufschwung, dann einfach nur das Hängen. Dann wollen wir ein bisschen die Körperspannung trainieren, die Beine hochführen und ein paar Klimmzüge machen. Freut euch drauf und viel Spaß dabei. Zum Warmwerden geht es einfach mal los, indem ihr, wenn ihr sowas vor euch habt, so eine Sprossenwand, einfach mal die Sprossenwand immer hochklettert und runterklettert. Macht es ruhig so 5 bis 6 Mal. Nachdem ihr das ein paar Mal durchgeführt habt, geht es eigentlich schon los mit der ersten Übung. Und zwar versucht ihr jetzt einfach mal, euch in der Position zu halten. Also bleibt einfach mal in dieser Position, im sogenannten Stütz, hier ein bisschen höher. Und jetzt geht es darum, dass ihr den Spider-Man macht. Ihr versucht mit den Füßen unten gegen die Sprossen zu drücken und euch mit den Händen ganz fest heranzuführen, und der Körper bildet sozusagen ein komplettes Brett. Und jetzt geht es darum, diese Kraft, diese Spannung zu halten. Die Übung ist aber, ich sage es gleich, sehr schwer. Wenn es euch zu extrem ist, dann macht ihr erst einmal ein paar Variationen, indem ihr nur ein Bein unten wegnimmt. Bei der nächsten Übung geht es um eure Stützkraft, aber auch der Latissimus, der Armanzieher, der wird hier trainiert. Stützt euch auf der untersten Sprosse, spannt den Bauch an, spannt das Gesäß an, haltet den Rücken gerade und wandert mit den Füßen so weit nach hinten, bis ihr das Gefühl habt, dass ihr die Spannung nicht mehr halten könnt. Versucht das im Laufe der Zeit einfach zu steigern und den Winkel immer mehr nach hinten abgleiten zu lassen. Wichtig dabei ist, ihr müsst nicht immer komplett bis ganz in die Waagerechte kommen. Ja, vielleicht mal hier in so einem kurzen Bereich reicht vollkommen aus und dann gehe ich wieder nach oben. Auch hier empfiehlt es sich, so zwischen 3 und 5 Sätze zu machen, zu jeweils immer 5 bis 6 Wiederholungen. Ihr seht es hier im Kies, ist es ziemlich rutschig und das könnt ihr natürlich zu Hause auch mal probieren, indem ihr das Ganze auf einer Decke macht. Ich sage es euch aber, es ist viel intensiver, weil durch das Wegrutschen braucht ihr noch viel mehr Muskelarbeit. Nun kommen wir zu einer meiner Lieblingsübungen, dem Straight Leg Raise, oder sagen wir es lieber mal richtig auf Deutsch, das gestreckte Beinheben. Fangen wir mal mit der schwierigsten Variante an und dann werden wir immer leichter. Nummer 1 ist: Ihr haltet euch einfach hier an einer Sprosse fest. Das könnt ihr natürlich auch an einer ganz normalen Klimmzugstange machen. Jetzt streckt ihr die Beine aus und versucht, die gestreckten Beine bis nach oben zur obersten Sprosse bzw. zu euren Händen zu führen. Wichtig dabei ist, dass ihr ohne Schwung arbeitet und dass zum Schluss das Becken noch mit nach oben angehoben wird. Andernfalls trainiert man nämlich nur die Hüftbeugemuskulatur.
So, das war die schwere Variante. Ohne diesen Schwung mit gestreckten Beinen zu heben, ist es ziemlich intensiv. Aus dem Grund wandern wir runter und machen die nächst einfachere Variante. Versucht diese Bewegung einfach mal mit angewinkelten Beinen. Ganz wichtig ist aber, ist wirklich ganz entscheidend, versucht die Knie zur Brust oder zur Schulter zu ziehen. Ja, das Becken muss sich mit nach oben rollen, andernfalls erreicht man die Bauchmuskulatur einfach nicht. Natürlich gibt es auch hier noch einige Varianten. Ich kann das zum Beispiel auch gespreizt machen, indem ich ein Bein nacheinander hochziehe. Ja, mit den Knien ist es ein bisschen einfacher, mit den gestreckten Beinen ist es schon wirklich so die turnerische Meisterklasse. Als Variation gibt es noch eine andere Übung, indem man beide Beine erst angewinkelt hochführt und dann langsam streckt und dann negativ, also exzentrisch, runterlässt. Ist auch ganz intensiv. Darüber hinaus könnte man versuchen, die Knie an der Brust zu lassen und die Beine nach oben immer zu strecken. Entweder einbeinig im Wechsel oder mit beiden Beinen gleichzeitig. So, das war ein bisschen was für die Hüftbeuger und die Bauchmuskulatur. Ihr spürt es vielleicht auch ein bisschen hier im seitlichen Rücken und ja. Apropos Rücken, wir haben noch gar keine Klimmzüge gemacht. Wir schauen mal rüber zur Klimmzugstange. So, ihr seht hier vielleicht schon im Hintergrund die Spielgeräte und ja, so eine Reckstange, die eignet sich für 1000 Übungen. 1000 Übungen machen wir nicht, weil wir schon ziemlich viel gemacht haben, aber wir starten einfach mal mit einer ganz einfachen Übung und zwar Variationen in Klimmzügen oder mit Klimmzügen. Und jetzt nicht verzweifeln, für alle, die keine Klimmzüge schaffen, nehmt euch doch irgendeinen Partner dazu, der euch hinten die Beine hält oder nehmt euch einen Stuhl, stellt euch mit dem Bein drauf und dann könnt ihr euch da noch ein bisschen hochdrücken. Auch eine Möglichkeit wäre, mit einem Seil zu arbeiten. Hängt quasi ein Seil um die Reckstange und geht mit einem Fuß da rein oder auch mit beiden Füßen rein und dann könnt ihr euch mit dem Seil immer noch ein bisschen hochdrücken. Also eine ganz einfache Möglichkeit hier, Klimmzüge zu schaffen. Ein Tipp von mir, versucht auch ungefähr immer wieder so viel zu schaffen wie möglich und macht davon 3 Sätze. Bei mir ist es so, ich schaffe vielleicht, ja, also so richtig schöne breite Klimmzüge, schaffe ich vielleicht 15, 16, wenn es hochkommt 20. Und anschließend mache ich eine Pause von ungefähr einer knappen Minute und dann steige ich wieder ein. Ja? Ich zeige euch aber einfach mal verschiedene Varianten von Klimmzügen und ihr könnt die einfach probieren. Wichtig ist noch, je breiter man greift, umso schwerer wird es, je enger man greift, umso leichter wird es und mit dem sogenannten Kammgriff hier wird es noch leichter. Es liegt einfach daran, dass der Winkel groß wird und der Latissimus viel mehr zu arbeiten hat, wohingegen, wenn ich schmäler bin, wenn ich schmäler werde, der Bizeps immer mehr mit einsteigt. Okay, also geht's los, Klimmzüge, let's go! Bisschen niedrig die Stange. Ich würde mal sagen, ich nehme lieber die hier. Fangen wir mit einem ganz breiten Griff an. Boah, da es jetzt ziemlich anstrengend wird, glaube ich mal, ziehe ich mal das Ganze hier aus. Puh. Nächste Variation. Ich greife mal ganz eng und versuche mich wirklich mit dem Kinn über die Stange zu ziehen. Sogenannte Chin-Up. Nächster Klimmzug, der Kammgriff. Hier ist der Bizeps ziemlich stark dabei.
So, eine Variante für jeden von euch, der vielleicht ein bisschen Probleme hat mit Klimmzügen. Ihr könnt ruhig auch mal die Beine mit benutzen und euch auf die negative Bewegung, auf das Ablassen, auf die sogenannte exzentrische Bewegung konzentrieren. Die exzentrische Belastung ist für den Muskelaufbau sehr intensiv, weil dadurch der Muskel immer noch mehr Kraft hat oder Kraft entfalten kann. Das liegt meistens daran, weil die Myosinköpfchen am Aktin, also die feinsten Filamente, noch kontrahiert sind und nur diese exzentrische Dehnung halten müssen. Aus dem Grund hat man immer noch mehr Kraft, aber es wird auch der Muskelkater provoziert. Ja? Was ja in der Hinsicht im Krafttraining auch Vorteile hat. Okay? Versucht jetzt einfach mal hochzuspringen. Die konzentrische, die überwindende wird leichter dadurch und lasst euch dann ganz, ganz langsam negativ ab. Natürlich gibt es auch jede Menge Varianten an Klimmzügen, aber so viel wollen wir hier in diesem Workout nicht machen. Wenn es euch interessiert, schaut ruhig mal durch meinen Channel. Da findet ihr ein Video zum Thema Klimmzugvarianten. Ich glaube, es gibt sogar zwei. Und da könnt ihr auch noch ein bisschen neue Klimmzüge, neue Varianten für euch entdecken, die ihr vielleicht einmal ins Workout einbauen könnt. So, ja, und jetzt kommen wir zum Abschluss. Letzte Runde. Jetzt wird es sehr turnerisch. Wir machen Aufzüge oder Aufschwünge. Und das ist jetzt sehr turnerisch. Und was der Vorteil ist, ja, im Hintergrund wird übrigens noch fleißig gesägt und die Spiele vorbereitet. Was ganz interessant ist, ist einfach das, dass wir hier zwei verschieden hohe Reckstangen haben. Und naja, ich mache sie einfach mal vor, wie das Ganze ausschaut. Das ist so ein typischer Aufzug. Und wer es von euch kann, der versucht mal das Ganze ohne Pause so oft wie möglich durchzumachen. Da reicht eigentlich eine Runde, bis es gar nicht mehr geht. Und für diejenigen von euch, die vielleicht ja, sowas noch nie gemacht haben, da kann man das Ganze auch an einer tiefen Stange probieren, indem man einfach unten läuft und sich mit einem Bein aktiv hochdrückt. Jetzt heißt das Ganze nicht mehr Aufzug, sondern Aufschwung, weil ich mit dem Schwung aus den Beinen arbeite. Ich habe ein Bein vorne, das andere Bein hinten und wichtig ist dabei, lasst euch ruhig langsam wieder ab. So, das war das Workout, passend zum Wettkampf Spider-Man in der Sendung Ewige Helden. Naja, das Thema Kraft ist noch nicht ganz vorbei. Es folgen noch weitere tolle Übungen. Bleibt dran und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Also, bis dahin, euer Daniel. Ciao. Das ist die Brücke des Spider-Man-Wettkampfes. Also ich würde sofort runtersteigen. So, als Kletterer juckt es mich natürlich sofort mitzumachen. Aber ich darf nicht.